Wildwasserrennen der besonderen Art fand am Samstag, den 2. September, in der Einet statt. Das erste Osttiroler Kajak-Pinball-Rennen auf der Isel. 10 Teams zu je 3 Personen jagten mit einem Kajak und einem Gymnastikball über die Isel ins Ziel. Die Strecke führte oberhalb des Adventure Camps in der Einet auf ca. 1 Kilometer bis kurz unterhalb des Camps. Wie funktioniert es? Teams zu je 3 Personen jagten einen großen bunten Ball eine Rennstrecke von ca. 1 Kilometer die Isel hinunter. Dabei gelten die einzigen Regeln, den Ball nicht tragen und grundsätzlich eine faire sportliche Handlung den Mitspielern gegenüber einzunehmen. Was sich jetzt nicht ganz schwer anhört, ist in der Praxis eine echte Herausforderung. Sinn des Spiels ist allerdings, die Bälle der Gegnerinnen möglichst aus dem Spiel zu bringen. Indem man sie ins Kehrwasser buxiert oder hinter die Paddeln wirft. Wer es als Team zuerst mit dem Ball in den Zielbereich geschafft hat, gewinnt das Osttiroler Pinballrennen.